Schöpfung bietet an, die Schöpfung bietet an. Er kleidet sich in Licht, das Dunkel hält ihn nicht und fliegt, sobald er spricht, und fliegt, sobald er spricht, so groß. Sein Name sei erhöht, denn er verdient das Lob. Wir singen laut, so groß ist der Herr, so groß ist der Herr, sing mit mir, so groß. Einen wunderschönen guten Morgen an alle. Schön, dass Sie sich heute Morgen haben einladen lassen und dass die nächste Tasse Kaffee nicht so attraktiv war, wie heute Morgen in Gottesdienst zu kommen. Das finde ich richtig toll. Herzlich willkommen alle die, die das erste Mal in einem Sondergottesdienst sind, die katholischen Brüder und Schwestern. Es ist der erste ökumenische Sondergottesdienst, den wir feiern. Ich glaube, das gab es noch nie in Pfalz-Grafenweiler. Deswegen ist es auch ein bisschen ungewohnt vielleicht für manche, also diese Liturgie, die Sie kennen aus Ihrem Gottesdienst oder aus dem evangelischen Gottesdienst, die ist bei uns etwas abgewandelt. Lassen Sie sich einfach überraschen von was Neuem, vielleicht was anderem, vielleicht ein paar neue Gedanken. Herzlich willkommen. Ich finde es so schön, dass wir solche ökumenischen Gottesdienste miteinander feiern dürfen. Paulus schreibt im Epheserbrief: Ich, der Gefangene im Herrn, ermahne euch, ein Leben zu führen, das des Rufes würdig ist, der an euch erging. Seid demütig, friedfertig und geduldig. Ertragt einander in Liebe und bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie auch ihr berufen seid, zu einer Hoffnung in eurer Berufung. Und ich finde so dieses Bild aus dem Korintherbrief, ein Haupt, viele Glieder, so eigentlich ganz passend. Da gibt es Ohren und Augen und Beine und nur zusammen gibt es eigentlich einen Leib. Und zentral ist aber das Haupt des Leibes. So soll Gottes Gemeinde sein. Und im Namen dieses Gottes wollen wir diesen Gottesdienst feiern. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich möchte heute auch ganz besonders begrüßen die Konfirmanden. Es ist ein neuer Lebensabschnitt, der vor euch liegt.
Oft sieht man euch nach dem Jahr nicht mehr oft. Ich wünsche mir, dass es dieses Mal anders ist. Lasst euch drauf ein. Ist eine ganz, ganz tolle Zeit. Das Thema unseres Gottesdienstes heute ist, wer ist der Mensch? Und das finde ich eigentlich eine schon herausfordernde Frage an diesem frühen Morgen. Und ich glaube auch, dass diese Frage gar nicht so einfach zu beantworten ist. Und wenn man sich mal da Gedanken drüber macht, dann kann ich mir nur wünschen, dass ihr morgen und übermorgen nichts vorhabt, weil ich glaube, das braucht so ein bisschen Zeit, bis man das umfassend sich mal Gedanken dazu gemacht hat. Aber ich habe mir auch überlegt, eigentlich sind wir, ihr ja eigentlich alle Profis zu dem Thema, denn ihr seid Menschen. Und wer als die Menschen sollen es besser wissen, was der Mensch eigentlich ist? Vielleicht nehmen wir uns mal so halbe Minute Zeit, uns mal zu Gedanken zu machen, was der Mensch eigentlich ist und vielleicht auch in der Überlegung, was uns persönlich zum Menschen macht. Mich würde es unheimlich interessieren, was jedem so durch den Kopf gegangen ist. Aber ich glaube, das würde die Zeit sprengen. Und deswegen möchten wir darüber beten. Sie dürfen gerne sitzen bleiben. Herr, du hast uns erschaffen. Du hast uns als Menschen erschaffen nach deinem Willen. Du hast uns nach deinem Bild geschaffen. Jeden in seiner Einzigartigkeit. Du hast uns gewollt, auch wenn wir das oft gar nicht glauben können. Jeder von uns ist ein Mensch, ein Wunsch, den du dir selber erfüllt hast. Du siehst uns so, wie wir sein sollten, heilig und vollkommen. Dich wollen wir preisen, dich wollen wir loben. Du bist unser Gott, du bist der allmächtige Gott, du bist unser Vater. Amen. Und dieses Lob wollen wir jetzt weiterführen, indem wir ein paar Lieder miteinander zu Gottes Lob singen.
wenn mir der Herr mit seinem Wort begegnet, wenn ich die großen Gnaden und Taten sehe, wie er das Volk des Eigentums gesegnet, wie er's geliebt, begnadigt je und je, dann jauchzt mein Herz dir, große Herrscher, zu. Wie groß bist du, wie groß bist du? Dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du, wie groß bist du? Und seh ich Jesus auf der Erde wandeln, in Knechtsgestalt, voll Lieb und großer Huld. Wenn ich im Geiste seh sein göttlich Handeln, am Kreuz bezahlen vieler Sünder Schuld, dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du, wie groß bist du? Dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du, wie groß bist du? Ja, jeder Sonntag ist eigentlich Auferstehungsfeier. Und wo haben wir eigentlich unseren Halt? Im Leben. In dem, was trägt uns? Was brauchen wir eigentlich jeden Tag aufs Neue? Im nächsten Lied kommt das so zum Ausdruck: In Christus ist mein ganzer Halt. Er ist mein Licht, mein Heil, mein Lied. Herzliche Einladung zum Mitsingen. Christus ist mein ganzer Halt, er ist mein Licht, mein Heil, mein Lied, der Eckstein und der feste Grund, sicherer Halt im Sturm und Wind. Wer liebt wie er, stillt meine Angst, bringt Frieden mir in den Kampf. Trost ist er in allem Leid, in seiner Liebe find ich Halt. Das ewige Wort als Mensch geboren, Gott offenbart in einem Kind, der Herr der Welt, wer lacht, wer hüllt.
Nun hat der Tod die Macht verloren. Ich bin durch Christus neu geboren. Mein Leben liegt in seiner Hand. Vom ersten Atemzuge an. Und keine Macht in dieser Welt. Mensch. Ich glaube, die Frage beschäftigt die Menschheit, die Menschen von Anbeginn der Welt. Und ich glaube, viele schlaue Menschen in der ganzen Welt haben sich
viele schlaue Gedanken dazu gemacht und viele dicke und schlaue Bücher dazu geschrieben. Mit der Frage, wer ist der Mensch, haben sich Philosophen aus vielen Epochen, aus der Antike und der Renaissance beschäftigt und haben ihre eigene Definitionen entwickelt. Also Platon, so ein ganz berühmter Philosoph, sagte mal, der Mensch ist ein zweibeiniges Lebewesen ohne Federn. Oder Eugen Roth, ein ganz bekannter Dichter, der sehr viele Gedichte so über Menschen geschrieben hat, hat mal gedichtet. Ein Mensch erblickt das Licht der Welt, doch oft hat sich herausgestellt, nach manchem trüb verbrachten Jahr, dass dies der einzige Lichtblick war. Es gibt viele, viele Menschen und es gibt auch, glaube ich, viele, viele Antworten auf die Frage. Und deswegen finde ich es heute so schön, dass aus drei verschiedenen Ecken wir diese Frage beleuchten. Der Anton Romer, Pfarrer der katholischen Kirche, hat sich Gedanken dazu gemacht. Der Christian Günther, Pfarrer der evangelischen Kirche, hat sich dazu Gedanken gemacht. Und die Beate Emanuel, die heute leider nicht dabei sein kann, hat ein Anspiel zu dem Thema gemacht, das wir noch als gleich im Anschluss sehen werden. Und auch ich habe mir Gedanken gemacht in der Vorbereitung von dem Gottesdienst zur Frage, was ist der Mensch? Und mir ist ein Mensch eingefallen, ein Mensch, der vollkommen war, ein Mensch, der ein Mensch war nach Gottes Vorstellung, ein Mensch, der ohne Sünde war und ohne Schuld, ein Mensch, der übers Wasser ging und der Wind und Wellen Einhalt geboten hat, ein Mensch, der verhaftet, gefoltert und verspottet wurde, dem Volk vorgeführt, mit Dornen gekrönt, zerschlagen, blutet. Seht, welch ein Mensch, sagten sie. Ich weiß nicht, wer der Mensch ist, aber ich weiß, wie er sein sollte. Amen. Was ist der Mensch? Der Mensch ist ein Lebewesen. Es besitzt einen eigenständigen Organismus und besteht im Wesentlichen aus Sauerstoff, Kohlenstoff und Wasserstoff. Es kann sich fortpflanzen und wachsen. Es braucht Nahrung und Getränke und scheidet diese auch wieder aus. Der Mensch ist ein ganz besonderes Lebewesen. Im Vergleich zu den meisten anderen Säugetieren verfügt es nur über geringe Körperbehaarung. Ein im Vergleich zu seiner Körpergröße ausgesprochen großes Gehirn und über einen aufrechten Gang. Ja, aber was ist der Mensch? Der Mensch ist ein Wesen, das sich selbst reflektieren kann, das ein Bewusstsein hat für Raum und Zeit. Der Mensch ist ein Wesen, das durch seine eigene Intelligenz immensen Fortschritt erlebt hat. Zum Beispiel dieses Handy hier. Dieses Handy hier ist ein reines Wunderwerk und das hat der Mensch ganz alleine erfunden. Nicht zu vergessen, verehrtes Publikum, sondern durchaus erwähnenswert, sind seine sprachlichen Fähigkeiten. Mesdames et Messieurs, nur dadurch wurde die kulturelle Entwicklung des Menschen überhaupt erst möglich. Der Mensch ist ein Wesen, das selbst biologische Grenzen zu überwinden sucht. Denken Sie nur an die Genmanipulation, die es möglich macht, die Lebensmittel so zu verändern, dass viel mehr Menschen ernährt werden können. Auch das Erbgut des Menschen selbst
kann durch Genmanipulation verändert werden. Ja, oder denk doch mal an deine Nase, die jetzt endlich der Norm entspricht. Der Mensch ist ein Wesen, das mit dem Bestehenden nie zufrieden ist, das stetig nach Verbesserung strebt. Also, was ist der Mensch? Der Mensch ist ein Wesen, das trotz allem Fortschritt abhängig ist von vielen äußeren und inneren Faktoren. Der Mensch ist zum Beispiel abhängig vom Klima und dem Zustand der Umwelt, trotz oder auch gerade wegen allem Fortschritt. Der Mensch ist ein Wesen, das abhängig ist von Erfolgen und Misserfolgen. Der Mensch ist abhängig von seiner Ernährung. Während in den Industrieländern die Menschen eher mit der Fettleibigkeit zu kämpfen haben, leiden die Menschen in den Entwicklungsländern an Mangelernährung und unsauberem Wasser. Die könnten sich doch überall einen Supermarkt bauen. Da gibt's doch alles. Trotzdem ist der Mensch abhängig von seiner Ernährung. Auf die meisten Lebensmittelallergien zum Beispiel hat der Mensch keinen Einfluss. Der Mensch ist ein Wesen, das von seinem Gesundheitszustand abhängig ist. Krankheiten beeinflussen die Lebensqualität eines Menschen ganz erheblich. Der Mensch ist ein Wesen, das von seinen emotionalen Zuständen abhängig ist. Ich weiß gar nicht, was mit mir gerade los ist. Der Mensch ist abhängig von Mitmenschlichkeit, von Personen, die ihn trösten, unterstützen und wertschätzen. Der Mensch braucht eine Gemeinschaft. Der Mensch ist ein vergängliches Wesen, ein Grashalm, der morgen nicht mehr da ist. Das ist der Mensch? Da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Also, was ist der Mensch? Der Mensch ist ein von Gott geplantes Wesen. Ich auch? Der Mensch ist ein mit Gottes Augen gesehen vollkommenes Wesen. Der Mensch ist ein mit Gottes Augen gesehen wertvolles Wesen. Der Mensch ist ein von Gott geplantes und geliebtes Ebenbild. Unglaublich. Der Mensch ist ein von Gott geliebtes Kind. Der Mensch ist die Braut, für die Gott in der Ewigkeit einen Platz reserviert hat. Wow! Thank you.
Ja, liebe Mitchristen, zum Thema Was ist der Mensch, haben Sie schon jetzt einige Gedanken gehört. Und ich vermute, Sie werden es auch so merken, keiner wusste vom anderen und es kommen auch gewisse Doppelungen vor, aber das, denke ich, macht nichts. Wozu ist der Mensch auf Erden? So lautet die alte Katechismusfrage der katholischen Kirche. Die Antwort darauf ist, wir sind auf Erden, um Gott zu erkennen und zu lieben und nach seinem Willen das Gute zu tun und einst in den Himmel zu kommen. Diese Frage, wozu ist der Mensch auf Erden, hat auch mit dem Thema, was ist der Mensch zu tun? So möchte ich zumindest behaupten. Was ist der Mensch? Eine spannende Frage, schon so alt wie die Menschheit selbst. Die Antworten auf diese Frage können sehr unterschiedlich sein. Es kommt immer auf den Blickwinkel an und darauf, wen man fragt. Ein Chemielehrer wird sagen, ein Mensch, das sind 70% Wasser, 15% Eiweiß, 10% Fett, bei manchem auch ein bisschen mehr, und 5% Mineralsalze. Aus der Sicht der Ernährungsberatung ist der Mensch, was er in sich hinein isst. Der Philosoph sagt, da haben wir auch schon was dazu gehört, der Mensch ist, was er denkt. Der Soziologe sagt, der Mensch ist der größte das größte Herdentier, das es gibt. Der Ökologe sagt, der Mensch ist der größte Umweltverschmutzer und Ressourcenverschwender, den die Erde je gesehen hat. Und der Psychologe sagt, der Mensch ist ein Zwei-Fronten-Krieg. Er steht zwischen seinem Gewissen und seinen Wünschen. Beide zerren an ihm und er merkt es oft gar nicht, weil das meiste im Unterbewusstsein abläuft. Und schließlich, der Theologe sagt, der Mensch ist die Krone der Schöpfung. Gott schuf ihn nach seinem Bild. Ich will Sie nun teilhaben lassen an den Gedanken, die ich mir zu diesem Thema auf der Grundlage meines vorgegebenen Predigttextes gemacht habe. Zunächst will ich meinen Predigttext in der Einheitsübersetzung aus dem Buch Genesis vortragen, aus dem zweiten Kapitel, die Verse 4b bis 8. Luther nennt es das erste Buch Mose. Es ist ein Abschnitt aus der Geschichte von der Entstehung von Himmel und Erde, als sie erschaffen wurden. Er steht so geschrieben in der Bibel. Zur Zeit, als Gott der Herr Erde und Himmel machte, gab es auf der Erde noch keine Feldsträucher und wuchsen noch keine Feldpflanzen. Denn Gott, der Herr, hatte es auf der Erde noch nicht regnen lassen. Und es gab noch keinen Menschen, der den Erdboden bearbeitete. Aber Feuchtigkeit stieg aus der Erde auf und drängte die ganze Fläche des Erdbodens. Da formte Gott, der Herr, den Menschen, Staub vom Erdboden, und blies in seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Dann pflanzte Gott, der Herr, in Eden im Osten einen Garten und setzte dorthin den Menschen, den er geformt hatte. Soweit die Worte aus der Heiligen Schrift. Also auf der Grundlage dieser Bibelverse will ich der Frage nachgehen, was ist der Mensch? Aufgrund diesem Bibeltext besteht der Mensch aus Erde und Lebensatem, den ihm Gott einhauchte. So wurde der Mensch erst zu einem lebendigen Wesen. Da das hebräische Wort für Lebensatem zugleich Geist bedeutet, deshalb können wir sagen, der Mensch besteht aus Erde und Geist, von Gott. Das unterscheidet ihn vom Tier. Dieser Unterschied zeigt sich unter anderem darin, dass der Mensch
in Beziehung zu Gott treten kann und beten. Deshalb ist es für mich folgerichtig, dass der Mensch die Krone der Schöpfung ist, weil ihn Gott als sein Ebenbild geschaffen hat und er von ihm den Anfang und den Auftrag und das Vorrecht bekam, über die Erde zu herrschen, so berichtet uns die Schöpfungsgeschichte. Über die Erde zu herrschen meint natürlich verantwortungsvoll mit ihr umgehen. Der große Unterschied zwischen Mensch und Tier ist sein Geist und seine unsterbliche Seele. Durch seinen von Gott geschenkten Geist ist der Mensch in der Lage, Zusammenhänge zu erkennen und nach ethischen, moralischen Prinzipien zu handeln. Der Mensch kann reflektieren, urteilen und unterscheiden zwischen Gut und Böse. Er kann hoffen, lieben, mitfühlen und vergeben. Das kann kein Tier. Gewiss, es gibt auch einige Tiere, ich denke da insbesondere an Haustiere, die auch auf ihre Art Liebe zeigen und mitfühlen können. Ich würde dieses Können den Instinkten zuordnen. Auch wissen manche Haustiere ganz genau das, was sie nicht tun dürfen, weil es ihnen interessiert wurde. Ich möchte nicht ausschließen, dass es auch Tiere gibt, die so eine Art Seele haben. Ich habe dazu erst einen wissenschaftlichen Bericht und Forschungen gelesen. Doch die unsterbliche menschliche Seele, sie ist etwas anderes. Sie ist das, was den Menschen ausmacht. In der Heiligen Schrift bedeutet der Ausdruck Seele oft das Leben des Menschen oder die ganze menschliche Person. Er bezeichnet auch das Innerste des Menschen, das Wertvollste an ihm, das, wodurch er am meisten nach dem Bild Gottes ist. Seele meint das geistige Lebensprinzip des Menschen. Die katholische Kirche lehrt, dass jede Geistseele unmittelbar von Gott geschaffen ist, und sie lehrt, dass die Seele unsterblich ist. Sie geht nicht zugrunde, wenn sie sich im Tod vom Leibe trennt. Sie wird sich bei der Auferstehung am jüngsten Tag von neuem mit dem Leib vereinen, aber mit einem neuen Leib. Also, die Seele, so glauben wir Christen, verlässt nach dem Sterben den lebenden Körper, den leblosen Körper natürlich, und geht Gott entgegen. Bei dieser Begegnung mit Gott muss die Seele, sprich der Mensch, Rechenschaft über sein Leben ablegen, weil er reflektieren kann, weil er zwischen Gut und Böse unterscheiden kann. So hören wir es auch aus dem Matthäusevangelium. Auch ist es nur der Mensch, der Gott in seiner menschlichen Freiheit als seinen Schöpfer erkennen, ihn anbeten und ehren kann. Das kann kein Tier. Ein Tier ehrt seinen Schöpfer allein durch sein Dasein. Wir Menschen können und sollen Gott als unseren Herrn und Schöpfer auf vielfältige Weise ehren. Wir Menschen ehren Gott, indem wir ihn anbeten. Das ist das tiefste Wesen unserer Gotteskindschaft. Dies kann geschehen durch Worte, Musik und Werke und durch unser Leben. Und auch indem wir ihn Gott sein lassen, mit allem, was dazugehört. Wir ehren Gott auch, indem wir uns bemühen, unsere Mitmenschen zu lieben, wenn wir sie annehmen, wie sie sind, mit ihren Schwächen und Fehlern, selbst wenn sie es in unseren Augen eigentlich gar nicht verdient haben. So ehren wir Gott. Wir ehren Gott, indem wir Christus ähnlicher werden. Hier ist der praktische Lebensvollzug gemeint. Dazu gehört, zu lernen und zu verstehen, wie Jesus tickt. Also, Bibel lesen, Gottesdienste mitfeiern, Glaubenswissen erwerben,
Zeit mit Gott verbringen. Dadurch ehren wir Gott. Der einzige Weg, Gott, den wir nicht sehen können, zu dienen, ist den Menschen zu dienen, die wir sehen können. Wir haben die Möglichkeit, unsere von ihm geschenkten Fähigkeiten zu seiner Ehre einzusetzen, indem wir den Menschen dienen. Und noch eins, wir ehren Gott, indem wir anderen von ihm erzählen, wenn wir uns als sein Werkzeug zur Verfügung stellen. Dann geben auch wir ihm die Ehre. Auch im Beten vom Psalm 8 ehren wir Gott, erinnern wir uns, wenn wir beten. Sehe ich deine Himmel, die Werke deiner Finger, Mond und Sterne, die du befestigt. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, des Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott, hast ihn gekrönt mit Pracht und Herrlichkeit. Du hast ihn als Herrscher eingesetzt über die Werke deiner Hände. Alles hast du gelegt unter seine Füße. Schafe und Rinder, sie alle und auch die wilden Tiere, die Vögel des Himmels und die Fische im Meer, was auf den Pfaden der Meere dahin zieht. Herr, unser Herr, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde. So betet der Psalmist. Ja, sehe ich deine Himmel, die Werke deiner Finger, Mond und Sterne, die du befestigt. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Ja, was ist der Mensch, dass du dich seiner annimmst? Wir können den Satz umdrehen und fragen, wozu leben wir überhaupt? Aus biblischer Sicht können wir antworten, weil Gott den Menschen liebt. Er liebt einen jeden Menschen, wie wenn er der einzige Mensch auf der Welt wäre. Das dürfen wir uns mal ruhig auf der Zunge zergehen lassen. Gott liebt einen jeden Menschen, wie wenn er der einzige Mensch auf der Welt wäre. Natürlich braucht das Gott nicht, aber er will es. Ein gutes Beispiel für diese Liebe Gottes zu uns Menschen ist die Lektion, die ein Lehrer seinen Schülern erteilt, zum Wert eines Menschen. Er nimmt einen 50-Euro-Schein in die Hand und fragt seine Schüler, wer möchte diesen haben? Natürlich wollen alle diesen haben. Er knüllte den Schein zu einer Kugel zusammen und nochmals fragte er seine Schüler, wer ihn haben wollen. Alle wollten natürlich diesen Schein haben. Nun lässt ihn der Lehrer zu Boden fallen. Er trampelt auf ihm herum und putzt regelrecht seine Schuhe auf ihm ab. Dann hebt er den völlig verschmutzten und zerknüllten Schein wieder auf und stellt nochmal dieselbe Frage. Und auch diesmal gehen alle Hände hoch von den Schülern. Zum Abschluss sagte der Lehrer, was auch immer mit diesem Geldschein geschah, ihr wolltet ihn immer haben, weil er eben nie seinen Wert verloren hat. Die Erkenntnis daraus ist einfach, sagt der Lehrer. Egal, was in deinem Leben passiert, ob du ausgegrenzt wirst, durch den Dreck gezogen oder dich nutzlos fühlst, du wirst niemals deinen Wert verlieren. Jeder von euch ist wertvoll, vergesst es niemals, so der Lehrer. Dem möchte ich noch eins draufsetzen und behaupten, in Gottes Augen ist jeder Mensch wertvoll, weil er von Gott geliebt ist. Das ist der Mensch in meinen Augen. Abschließend will ich meine Gedanken, wie ich sie begonnen habe. Wir Menschen sind auf Erden, um Gott zu erkennen und zu lieben, nach seinem Willen das Gute zu tun, um einst in den Himmel zu kommen. Lobe den Herrn, meine Seele. Halleluja.
Lieber Anton, vielen Dank für diese sehr tiefsinnigen Gedanken. Auch der Anspielgruppe, der Beate Emanuel in Abwesenheit. Da ist schon so viel Gutes gesagt worden, dass ich eine gewisse Scheu habe, da noch jetzt weiterzumachen. Aber ich würde sagen, jetzt ziehen wir es durch, liebe Geschwister. Was ist der Mensch? Wer ist der Mensch? Ich denke, Sie haben es bei der Predigt vom Anton und Roma schon gemerkt. Die tiefsten und besten Antworten auf diese Frage finden wir in diesem Buch. So tief, dass wir da niemals ganz fertig sind und auch immer noch was Neues entdecken können, ganz besonders in diesen Geschichten vom Anfang, wie die Welt entstanden ist. Und ich möchte da jetzt nochmal weitergehen in diesem Schöpfungsbericht. Was ist der Mensch? Oder man könnte auch fragen, wie ist der Mensch in der Welt? Da lese ich den Schluss vom Schöpfungsbericht vor. Und Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Und Gott, der Herr, machte aus Erde alle die Tiere auf dem Felde und alle die Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu dem Menschen, dass er sähe, wie er sie nennte. Denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. Und der Mensch gab einem jeden Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Felde seinen Namen. Aber für den Menschen ward keine Gehilfin gefunden, die um ihn wäre. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen, und er schlief ein. Und er nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute eine Frau aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm, und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch: Das ist doch Bein von meinem Bein, also Knochen von meinem Knochen und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männin nennen, weil sie vom Manne genommen ist. Im Hebräischen heißt es Ish und Isha. Luther probiert es nachzumachen, deswegen Mann und Männin, Mann und Frau, Ish, Isha. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und sie werden sein ein Fleisch. Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Amen. Was wird hier gesagt? Wer ist der Mensch? Wie ist der Mensch in der Welt? Es wird gesagt, der Mensch ist von Natur aus einsam und auf der Suche nach einem Gegenüber. Einsam. Ich denke, das empfindet man vielleicht ganz besonders auch als Jugendlicher im jungen Erwachsenenalter. Wenn man sich auch besonders stark mit der Frage beschäftigt, wer bin ich? Anfang geben ja einem die Eltern so die Identität, dann mit der Pubertät fängt es an zu fragen, wer bin ich? Ich erinnere mich noch gut, als ich mit 21 Jahren nach Stuttgart gezogen bin, um die Sprachen zu lernen, Griechisch und Hebräisch. Bin da in eine WG gezogen am 3. Oktober, das weiß ich noch, war niemand da das ganze Wochenende. Ich glaube, das war ein Freitag oder ein Samstag. Und da war das Einheitsjubiläum in Stuttgart, Fest zur deutschen Einheit in Stuttgart. Und nachdem ich mein Zimmer eingerichtet hatte, bin ich durch die Stadt gelaufen, tausende von Menschen auf den Straßen. Und ich glaube, ich habe mich noch nie so einsam in meinem Leben gefühlt. So wie es im Schöpfungsbericht heißt, da war niemand da, der zu ihm passte. Das habe ich so gefühlt
und hat mich einsam und traurig gemacht. Im ersten Mensch ging es genauso, er sucht da unter den Tieren, sieht den Elefant und sagt, das sieht mir überhaupt nicht ähnlich. Papagei kann zwar ein bisschen plappern, aber verstehen tut er mich auch nicht. Der Hund freut sich und wedelt mit dem Schwanz, aber ist auch nicht das, was er sucht. Man sagt ja, der Hund, der beste Freund des Menschen. Aber es ist gefährlich, so zu denken. Ich habe gehört, das war für Adolf Hitler sein Hund, sein bester Freund war, dass er den am meisten geliebt hat. Und warum war das so? Ja, natürlich, dem Hund war es egal, wie viele Millionen Menschen der Hitler auf dem Gewissen hat. Der hat immer mit dem Schwanz gewedelt. Tiere können uns natürlich schon eine gewisse Bestätigung geben, aber das ist nicht das, was wir Menschen uns sind. Wir Menschen sind uns ein Gegenüber, das zu uns passt, auch ein kritisches Gegenüber. Und wehe, wenn uns Menschen fehlen, die uns so ein Gegenüber sind. Ich habe vor längerer Zeit mal einen Zeitungsartikel gelesen, da wurde die Gefährlichkeit von Einsamkeit beschrieben, dass das gesundheitsschädlich ist. Viel, viel gefährlicher als beispielsweise das Rauchen. Jeder Mensch sagt, ja, Rauchen, das muss bleiben lassen, das ist gefährlich, ist auch richtig, würde ich auch so sagen. Aber niemand sagt, Einsamkeit ist gefährlich. Schau zu, dass du nicht einsam bist. Such dir ein Gegenüber. Im Schöpfungsbericht, da lesen wir, Gott hat den Menschen beziehungsfähig erschaffen und schenkt ihm als Ort besonderer Gemeinschaft die Ehe. Die Ehe, Ausdruck von Gottes guter Schöpfungsordnung, Ausdruck von Gottes Liebe. Gott will, dass wir in guter Gemeinschaft leben. Ich war 40 Jahre lang Single und kann sagen, es ist so schön, verheiratet zu sein. Ich fand es auch so schön, in Sigi und Mimi Neub, Sigrun und Daniel Heine hier vorne zu sehen, Musik zu machen. Ein ganz besonderes Geschenk Gottes an uns, die Ehe. Aber funktioniert nicht immer. Funktioniert nicht immer, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Meine Frau ist von ihrem Mann verlassen worden. Es gibt Ehen, die zerbrechen. Es gibt Menschen, die allein bleiben, weil sie nicht den richtigen Partner finden. Dachte ich auch, das ist bei mir vielleicht so. Es gibt auch Menschen, die können gar nicht heiraten. Zum Beispiel, zumindest nicht ein Partner vom anderen Geschlecht, weil sie homoerotisch empfinden, weil sie da gar keine Gefühle aufbringen können. Wir leben in einer gefallenen Welt. Und deswegen ist es so gut, das zu wissen, was auch schon gesagt worden ist vom Anton Romer und von der Anspielgruppe. Es gibt diese gute Schöpfungsordnung, die Gott uns schenkt, die Ehe. Aber diese Schöpfungsordnung ist noch keine Heilsordnung. Wo wir von unserem Ehepartner das Heil unseres Lebens erwarten, da ist die Ehe eigentlich schon zum Scheitern verurteilt. In Hollywood-Filmen
wird es ja oft so dargestellt, ist, es gibt diese eine große Liebe und wenn man die gefunden hat, ist alles gut, dann ist das Leben heil. Ich sage es euch hier, das ist eine Lüge, glaubt diese Lüge nicht. So ist es nicht. Eine Ehe bringt nicht das Heil. Das kann man sagen, ist doch harmlos, einen Liebesfilm anzuschauen. Nee, ich schaue es nicht an. Ich weiß von einer Frau, die hat immer Liebesromane gelesen, mit der großen Liebe. Und irgendwann hat sie ihren Mann verlassen. Sie hat ihren Geist mit dem Falschen gefüttert. Sie hat gedacht, sie kann da das Heil finden in der Beziehung, hat gemerkt, sie findet es von ihrem Partner nicht, hat sich einen anderen gesucht, findet sie natürlich das Heil auch nicht. Es gibt eine gute Schöpfungsordnung, die uns hilft zu leben, aber wir leben in einer gefallenen Welt, nicht jedem hilft diese Schöpfungsordnung immer und deswegen ist es so wichtig zu wissen, dass es auch eine Heilsordnung gibt. Das Heil empfangen wir durch Jesus Christus. Man kann sagen, die Ehe ist für das ewige Heil, um das zu empfangen, weder notwendig noch ausreichend. Ich muss weder verheiratet sein, um in den Himmel zu kommen, noch bringt mich mein Partner in den Himmel. Weder notwendig noch ausreichend, um uns ewiges Leben zu schenken. Wahres und ewiges Leben empfangen wir durch Jesus Christus. Da müssten wir jetzt die Schöpfungsgeschichte noch weiterlesen, die Geschichte mit dem Baum und der Frucht und wie das Vertrauen zu Gott zerstört wird. Die Gottesbeziehung, unsere Gottesbeziehung wird zerstört durch den Sündenfall. Adam und Eva nehmen Gott sinnlich wahr, sie können ihn sehen, mit ihm reden. Durch ihren Ungehorsam wird es zerstört. Der Mensch wird blind von Gott, er misstraut ihm, sie fangen an, sich vor Gott zu verstecken, weil sie nackt sind, sie schämen sich in ihrer Nacktheit vor Gott. So mag es auch uns gehen, dass wir Gott nicht, oder so geht es uns allen, dass wir entweder gar nicht glauben, dass es einen Gott gibt, oder dass wir ihm nicht vertrauen, dass wir nicht glauben, das, was wir schon so oft gehört haben, dass er es wirklich gut mit uns meint, dass er uns bedingungslos lieb hat. Wir denken vielleicht, das gibt einen Gott, aber ich bin ihm doch egal. Dieses Vertrauen, dass Gott uns wirklich lieb hat, dass der es gut mit uns meint, das können wir nur durch Jesus Christus empfangen. Er heilt dieses gestörte Vertrauen zu Gott, diese gestörte Gottesbeziehung. Und unser Leben wird heil durch diese Beziehung, egal wie zerbrochen es ist. Egal, ob wir jetzt in einer Ehe leben oder ob wir schon drei Beziehungen hinter uns haben und sagen, ich schaffe das nicht. Oder ich schaffe es auch nicht, eine Frau zu lieben oder was auch immer, oder ich finde niemand. Das ist nicht das Entscheidende. Und deswegen hat es auch seinen Wert, ehelos zu leben, so wie es mein lieber Amtsbruder, der Anton Romer, tut. Man kann sagen, wer heiratet, der bezeugt damit Gottes Schöpfungsordnung. Der sagt, ja, ich glaube, dass es Gott gibt und dass er uns Gutes tut. Und ein Gutes ist die Ehe und das bezeuge ich, indem ich selbst heirate, eine Familie gründe. Aber wer sich entscheidet, nicht zu heiraten und um Gottes Willen ehelos bleibt, der bezeugt damit Gottes Heilsordnung. Er bezeugt damit, ja, ich glaube, dass mein Leben heil wird durch Jesus Christus. Dass wir ihn um jeden Preis brauchen. Und es ist so wichtig, dass wir in einer Gemeinde
immer auch beides haben. Menschen, die Gottes Schöpfungsordnung bezeugen und Menschen, die Gottes Heilsordnung bezeugen, die ihr Singlesein annehmen und es zu Gottes Ehre und zu seinem Lob leben. So wie es du tust, lieber Anton. Ich freue mich sehr, dass da auch unsere Kirchen unterschiedlich sind. Wäre doch schlimm, wenn alles gleich wäre. Die Berufung des evangelischen Pfarrers durch die Ehe die Schöpfungsordnung zu bezeugen, die Berufung des katholischen Pfarrers allein schon durch seine Ehelosigkeit Gottes Heilsordnung zu bezeugen. Und darum geht es, dass wir das glauben und vertrauen, Gott meint es gut mit uns, er schenkt uns Gutes, zum Beispiel in der Ehe, aber auch viel anderes. Aber, ich sage es jetzt mit den Worten aus dem Anspiel, das hat mir so gut gefallen, der Mensch ist die Braut, für die Gott, ich füge hinzu, durch Jesus Christus, einen Platz in der Ewigkeit reserviert hat. Durch Jesus Christus ist es uns auch möglich, das zu tun, was der katholische Katechismus sagt, was die Aufgabe von uns Menschen ist. Ich fasse es nochmal in meinen Worten zusammen. Gott erkennen und lieben. Das können wir nicht aus uns selbst. Ich sehe doch Gott gar nicht. Wir können es aber durch Jesus Christus seinen Willen tun. Jesus Christus hilft uns, durch seinen Geist Gottes Willen zu tun und in den Himmel zu kommen. Schaffen wir auch nicht aus uns selbst. Wir können uns anstrengen, wie wir sind, aber wir schaffen es durch Jesus Christus, der für uns gestorben und auferstanden ist. Amen. Ein katholischer Kollege, der Anton Romer, hat um 12 Uhr bereits eine Taufe, deswegen wird er uns jetzt dann gleich verlassen. Wir wünschen dir einen gesegneten Gottesdienst und bedanken dir sehr herzlich, dass du bei uns warst. Und wir freuen uns schon auf den nächsten gemeinsamen Gottesdienst. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, ein neuer Mensch, neu geschaffen. In Jesus beginnt was völlig Neues in unserem Leben. Und es will Platz gewinnen, Raum gewinnen. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Und davon handelt auch dieses Lied. Jesus nimmt zu in meinem Leben. Stärke das, was
Ich finde immer den Satz so schön, den die Pfarrer sagen, Folgendes ist noch bekannt zu geben. Das hört sich so ein bisschen beamtemäßig an. Aber ich habe noch ein paar Informationen für Sie. Das Opfer vom letzten Sonntag waren 236 Euro und der Nachmittagsgottesdienst hat nochmal 320 Euro gebracht. Vielen Dank an alle, die gespendet haben. Das Opfer des heutigen Tages, Sie finden draußen am Eingang Opferbüchschen, ist als gemeinsames Projekt der katholischen Kirche und der evangelischen Kirche für Protein bestimmt. Und ich denke, das macht auch Sinn, weil diese Jugendlichenarbeit, diese Proteinarbeit ja auch allen zur Verfügung steht oder zugute kommt. Der Simon ist auch da, wenn ihr noch Fragen habt, ob sich da lohnt, was einzuwerfen, geht direkt auf ihn zu. Nächsten Sonntag ist um 10 Uhr in der Jakobskirche die Bibelübergabe an die neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden. Ich finde es immer so schön, wenn man eine Bibel kriegt und nach einem Jahr sieht sie genauso aus wie vorher. Also es soll nicht so sein wie die Schulbücher, die man am besten so wieder zurückgibt, wie man sie gekriegt hat, sondern ich würde mich freuen, wenn wir in einem Jahr dastehen, ihr mir alle eure Bibeln zeigt und ich hätte sie gern zerflettert und zerschrieben. Das heißt, man hat auch drin gelesen. In Herzogsweiler findet um 10 Uhr nächsten Sonntag ein Kraftquelle-Gottesdienst statt. Mit dem Kraftfälle-Team auch dazu herzliche Einladung. Und am Mittwoch den 18 Uhr findet wieder ein Jugendgottesdienst Gotti Young statt für Jugendliche und Junggebliebene. Zähle ich leider nicht mehr dazu. Auch dazu herzliche Einladung. Und jetzt wollen wir miteinander beten. Herr, du hast uns geschaffen zu deinem Bilde. Du hast den Menschen wenig niedriger gemacht als dich selber. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du uns gekrönt. Wir sind deine Kinder, Königskinder. Du liebst deine Kinder, so sagt es dein Wort. Und du willst, dass es allen deinen Kindern gut geht. Und doch leben wir noch in dieser gefallenen Welt. Noch müssen wir erleben, dass sich deine Kinder wehtun, dass die Menschen schlimmer sind als Wölfe, dass sie übereinander herfallen und sich gegenseitig verletzen. Noch erleben wir Krankheit, Einsamkeit, Tod und Trauer. Herr, hilf, erbarm dich unser. In deinem Sohn ist Heil, in deinem Sohn ist Erbarmen. Er kam auf diese Welt als Mensch. Er hat die Not dieser Welt selber erlebt. Aber er hat die Welt überwunden. Er ist unsere Hoffnung. Herr, hilf, erbarm dich unser. Und alles, was uns bewegt, legen wir in die Worte unseres Herrn. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und jetzt wollen wir, wenn es möglich ist, zum Segen uns noch erheben. Der Herr, voller Liebe wie eine Mutter und gut wie ein Vater, er segne dich. Er lasse dein Leben gedeihen
Er lasse deine Hoffnung erblühen und er lasse deine Früchte reifen. Amen. Wir hören jetzt noch ein Segenslied und dann wünsche ich allen einen wunderschönen, erfüllten Sonntag mit der Beschäftigung, was ist der Mensch? Einen gesegneten Sonntag.